Tage der WSG Tirol hier bei Rapid Wien. Coach, waren die 2 Minuten rund um die Pause ausschlaggebend für die heutige Niederlage hier in Wien? Ja, am Ende des Tages glaube ich schon, dass die 2 Minuten extrem den Spielverlauf beeinflusst haben. Wir haben das geschafft innerhalb von 2 Minuten, das was Rapid 45 Minuten nicht geschafft hat. Wir haben das Publikum wieder abgeholt. Es war eigentlich so, wie wir es uns erhofft haben vom Spielverlauf her, dass wir in Führung gehen. Das Publikum wird unrund, ist klar, man hat die Verunsicherung von Rapid Wien gespürt, aber mit 2 Aktionen, einer vor der Halbzeit und einer nach der Pause, hat das Spiel dann eine Richtung aufgenommen, was für uns dann wieder in die falsche Richtung gegangen ist und das unnötige Öffnerfall zum 3-1 war die Vorentscheidung. Und was danach passiert ist, hast du dann wieder gesehen, dass Rapid schon eine Top-Mannschaft hat. Bitte. Hallo, Alexander Huber vom Kurier. Ich hätte eine Frage zur roten Karte. Habt ihr sofort mitbekommen, was da passiert ist? Und ist das, vielleicht auch jetzt, wenn ihr darüber redet, es hat ja schon die eine oder andere Aufregung gegeben. Ist das jetzt dann ein besonderes Ärgernis für einen Trainer? Ja, also wie gesagt, die rote Karte, ich habe jetzt noch weder einen Schiedsrichterbericht gesehen, was er im Bericht reinschreibt, noch habe ich mit Raphael darüber geredet. Es passt halt zur Situation. Jetzt haben wir schon einen Betzus als Aufsichtsinnenverteidiger, weil wir noch einen Bärneck haben und der kassiert die rote Karten. Also ja, wir schwächen uns ja permanent selber und dann haben wir die letzten 25 Minuten haben wir mit Koch und Betzus in der Innenverteidigung gespielt. Beide sind keine Innenverteidiger. Jetzt müssen wir schauen, was in der Länderspielpause passiert, wie viel Sperre der Raphael bekommt und ob vielleicht der Wutscher wieder in Trainingsbetrieb einsteigen kann. Ansonsten werden wir fast reagieren müssen. Und nur eine Frage zu Rapid, ihr habt es eh angesprochen, es war nicht alles rund, der Druck war sicher groß. Wie geht man als Trainer in so ein Spiel, wenn man weiß, es geht auch um den Job des anderen Trainers? Macht man da vielleicht irgendwas anders, weil man weiß, es könnte die Nerven eine Rolle spielen oder muss man das ausblenden und das so wie ein Spiel wie 32 andere in der Liga vorbereiten? Nein, das muss man irgendwo ausblenden. Natürlich haben wir darauf hingewiesen, es war, glaube ich, erst Halbzeit. Also für mich schon, es war der Druck spürbar, was auf Rapid lastet und sie haben auch viele Aktionen gehabt, wo die Zuschauer dann pfeifen angefangen haben. Ja, das sind so Situationen, jetzt bin ja ich wieder in einer Drucksituation, durch das, dass ich eine rote Laterne nach Tirol mitnehme. Aber ja, bei mir ist eher öfter davor wie bei einem Rapid-Trainer, das ist ganz klar. Und ich weiß, was da auf dem Didi einprasselt ist, es ist ja medial zehnmal so intensiv wie in Tirol draußen bei uns. Also von denen her, freut es mich für ihn, dass er rauskommen ist, aber jetzt BRD leicht in der Patrouille. Bitte. Thomas, du hast das angesprochen, die 2 Minuten rund um die Pause, was war das am Ende? War es vielleicht mangelnde, ich sage mal Spielintelligenz, was mangelnde Abgebrühtheit oder was hat am Ende des Tages zu den 2 gefühlt doch sehr vermeidbaren Gegentreffern geführt? Du hast jetzt sehr viel schon gesagt, es war definitiv ein Mangel. Ich würde jetzt all deine Attribute, mangelnde Spielintelligenz, Spielintelligenz. Ich muss die Phase des Spiels erkennen, es wird 4 Minuten Nachspielzeit angesagt. Ja, dann muss ich mit Mann und Maus das intensiv durchverteidigen und vom Anstoß weg. Das war dann schon laissez-faire, wie wir da verteidigt haben. Und dann bist du 2-1 bei Rapid hinten, dann kommt noch ein ganzer blöder Überfall und dann ist es verdammt aussichtslos. So ehrlich muss man dann schon sein. Und mit der roten Karte war der Deckel drauf. Also ich würde schon sagen, dass es ein Mangel ist. Wir stehen ja nicht so ungerecht an letzter Stelle. Das muss man schon ansagen. Wir haben eine junge Mannschaft, wo es noch extrem viel lernen muss. Aber irgendwann muss ich es erkennen. Und du hast das angesprochen, dass ihr noch reagieren wollt. Was sollte dann dieser vertragslose Spieler mitbringen, was dir aktuell im Kader fehlt? Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Definitiv wird es ein Innenverteidiger sein müssen, wenn jetzt mit Avucha und Bacher nicht irgendwo erkennbar ist in der Länderspielpause, dass das in die Richtung geht. Dann müssen wir schauen, was ist mit Bernick, was ist, wenn er 3 Spiele kriegt. Dann haben wir ein Riesenproblem. Dann müssen wir definitiv einen Innenverteidiger holen. Aber ich glaube, wir haben auch durch die Tobi Anselm-Verletzung vorne mit Kreuzbandriss, haben wir mit Sicherheit auch ein Thema, was wir uns Gedanken machen müssen. Jetzt ist gut, dass einmal Länderspielpause ist, dass wir ein bisschen Zeit gewinnen.
Wenn es keine weiteren Fragen gibt, danke. Danke, pfiat euch.